Hi, hier ist Marc von Fahrtechnik TV, Ride First. Ich bin jetzt hier wieder im schönen Willingen, direkt in meiner Heimat, in der Bike Arena Sauerland und habe ein Testbike. Ich mache für mtbzeit.de einen kleinen Testbericht mit Shimano Motor, also ein E-Mountainbike. Sorry an alle Hater, ja. Ich fahre auch gerne mal mit Motor. So viel wie ich fahre, kann man das mal machen. Und heute das Thema bergauf, steil und bergauf kehren. Liebe Leute, kehren, haben wir schon ein paar Videos gemacht, bergab. Es gibt aber auch Kehren, die gehen berghoch. Das könnt ihr hier sehen, geht die Kehre hier hoch. Das heißt, mitten in der Kehre wird es sehr steil und der Kurvenradius ist sehr eng. Das heißt, es gibt ein paar Klassiker-Dinge, die wir beachten müssen, weil die Klassiker-Probleme sind natürlich, man schafft den Radius der Kurve nicht, auch bergauf nicht. Berghoch bleibt man viel schneller an Hindernissen hängen und was natürlich ein Problem ist, die Klassiker, Vorderrad geht hoch oder Hinterrad rutscht durch. Deshalb möchte ich euch zeigen, wie ihr die Spitzkehren berghoch auch in Angriff nehmen könnt. Egal ob jetzt mit Motor oder mit reiner Muskelkraft. Das macht im Grunde gar keinen so großen Unterschied. Das eine ist halt etwas mehr anstrengend als das andere. Aber die Prinzipien sind eigentlich gleich. Also ähnlich wie bei Kehren bergab kann man weiter außen anfahren. Man schaut dahin, wo man hin will. Gesicht runter zum Vorderreifen, Po auf die Sattelspitze. Dabei dann möglichst gleichmäßig pedalieren. Das sind eigentlich so die Basics, aber es gibt natürlich ein paar Situationen, die schwieriger machen, ein paar Klassikerfehler. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel ist es so, dass viele, wenn sie dann in der Kehre sind, merken, der Rand außen kommt ihnen zu nah und sie schauen dann so, oh nein, da will ich nicht hinfahren, da ist der Rand und fahren aber genau dann dahin, wo sie hingucken. Deswegen sollte man weiter den Trailverlauf vom Blick her ins Visier nehmen und dann ist es auch sicherer, dass man wirklich dahin fährt, wo man hinschaut. In der Kehre selber wird es ja meistens etwas steiler. Ich spreche jetzt mal hier kurz ab. Das heißt, da muss die Position, die in dem steilen Gelände eh schon nach vorne gelehnt, mit dem Gesicht, mit dem Po auf die Sattelspitze, weit nach vorne gelagert. Das ist oft noch tiefer, damit man das Vorderrad am Boden halten kann. Kardinalfehler wäre, wenn man sofort aufsteht, in Wiegetritt geht und unterschätzt, dass der Boden doch steinig, geröllig oder lose mit Erde ist und das Hinterrad rutscht direkt durch. Deswegen bleibt man sitzen und kann dann so auch wirklich beide Räder, Vorderrad und Hinterrad, gut belasten. Also, ich habe jetzt wieder eine andere Kehre hier. Das heißt, ich schaue wieder da, wo ich hin will, Gesicht geht runter. Und jetzt kommt da ein Hindernis. Das heißt, ich schaue voraus, fahre an dem Hindernis vorbei, korrigiere die Linie, Gleichgewicht halten und dann geht's weiter. Wichtig ist, dass man, während man ganz weit unten mit dem Gesicht ist, vermeidet am Lenker zu ziehen, sondern wirklich versucht, hier locker an den Händen zu sein. Viele versuchen sich quasi dann den Berg hoch zu ziehen. Was dann passiert, sie ziehen am Vorderrad und das Vorderrad verliert den Grip und bäumt auf. Deswegen ist wichtig, in der tiefen Haltung bei Steilrampen berghoch wirklich das Gesicht Richtung Vorderreifen, Po auf die Sattelspitze, runder Tritt, gleichmäßiges Treten und diesen Zug am Lenker vermeiden. Manchmal hat man ein bisschen Zug, dann ist es noch okay. Aber wenn man zu sehr sich da einspannt, geht das Vorderrad in die Höhe und man hat ein ganz schönes Problem. Wenn ihr jetzt in der Steilrampe seid und ihr merkt, der Boden hat doch sehr viel Grip, kann man auch mal einen Wiegetritt gehen. Und wenn man dann merkt, das Hinterrad verliert den Grip, dann kann man mit dem Körper ein bisschen nach hinten gehen und das Hinterrad wieder belasten. Wenn der Weg relativ schmal ist, so wie hier, dann können wir natürlich nicht wie auf einem total breiten Schotterweg unser Rad total querstellen und dann schön von oben aufsteigen. Das Rad hat schon relativ, ja, steile Neigung und da hilft es natürlich, wenn man eine Vario-Stütze hat. An dem Bike habe ich eine von Raceface. Die meisten fahren eine Reverb, aber es gibt echt eine Menge gute Stützen am Markt, die dann stufenlos verstellbar sind. Und dann komme ich schon besser drauf. Die Kurbel parallel zum Unterrohr, das Gesicht runter, Po auf die Sattelspitze, Bremsen noch gezogen, dass ich jetzt nicht rückwärts hier runterrolle. Und dann, wenn ich die Bremsen löse und losfahre, die erste Kurbelumdrehung bitte sehr gefühlvoll, damit das Vorderrad am Boden bleibt und das Hinterrad nicht den Grip verliert. Ich zähle an. 1, 2 und gefühlvoll lospedalieren, Gesicht runter und dann kann ich den Sattel wieder höher stellen und weiterfahren mit runden Tritt. Also, es geht steil bergauf und es kommen dann mal wieder Wurzeln oder so. Ihr seht jetzt da vorne, sind jetzt keine besonders großen, aber es ist ein bisschen nass. Das heißt, nasse Wurzeln bergauf können einen natürlich sofort das Momentum nehmen oder die Reifen rutschen durch. Man bleibt vielleicht auch da einfach drin hängen. Da ist es wichtig, dass man vorher nochmal Schwung nimmt, egal ob jetzt mit E-Mountainbike oder ohne E. Da muss man halt vor der Stelle richtig Gas geben, damit man dann auf den Wurzeln die Kurbeln
entlasten kann und man auf keinen Fall dieses Durchrutschen des Hinterreifens hat. Mache ich das mal vor. So. Vor den Wurzeln Gas geben und dann kann man entlasten und danach wieder Gas geben. Kehren bergauf. Das waren ein paar Tipps dafür. Achtet darauf, dass ihr wirklich Schritt für Schritt trainiert und dann werdet ihr merken, ist gar nicht so wild. Man sollte durch ein bisschen Müsli-Riegel vorher essen, damit ihr nicht zum Rad fallt, weil es recht anstrengend ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Marc.